angehaftet. Wie gehst du mit Verhaftungen um? Im Yoga gilt Verhaftungslosigkeit als etwas Wichtiges. Und dazu gilt es auch, sich bewusst zu machen, ja, wo bin ich angehaftet? Wo ist meine Verhaftung? Und dann kannst du überlegen, wie kannst du sie lösen? Überlege jetzt in diesem Moment, ja, gibt es Anhaftungen an materielle Dinge? Wo bist du angehaftet? Tipp wäre, das, wo du angehaftet bist, dort gib es auf. Wenn du feststellst, dass du Angst hast, etwas zu verlieren, dann überlege, wie kannst du die Angst ablegen. Gerade bei Gegenständen sollte das leicht fallen. Oder auch angenommen, dich schmerzt etwas. Da kannst du auch feststellen, ah, da war ich angehaftet, dort hatte ich Verhaftungen. Gegenüber Menschen sind Verhaftungen schwerer zu überwinden. Und ich meine auch, Liebe heißt auch eine gewisse Anhaftung. Aber die Anhaftung sollte nicht zu sehr im Sinne von Erwartungen sein zu Menschen. Ich meine, gegenüber Menschen ist es besser, bedingungslose Liebe zu üben und Absichtslosigkeit bzw. Erwartungslosigkeit auf den Menschen. Neugierig zu sein. Wie entwickelt sich unsere Beziehung? Wie entwickelt sich der Mensch? Wie können wir gemeinsam lernen? Also es gibt gewisse Anhaftungen, die in menschlichen Beziehungen wichtig sind. Warum würdest du mit einem Menschen zusammen sein als Ehemann, Ehefrau, wenn du nicht eine gewisse Anhaftung an ihn oder sie hättest? Oder wie kann elterliche Liebe ohne eine gewisse Anhaftung sein? Hier habe ich vielleicht ein etwas, wie könnte man sagen, Standpunkt des gesunden Menschenverstandes. Aber in der Beziehung zu einem anderen Menschen, der dir sehr nahe ist, kannst du auch Verhaftungen loslassen. Höre auf zu denken, dass dein Partner so und so sein müsste. Und höre auf, deinen Partner erziehen zu wollen. Höre auch auf, deine Eltern erziehen zu wollen. Im Umgang mit deinen Kindern hast du Erziehungsaufgaben, ja, aber nicht im Umgang mit deinem Partner und nicht im Umgang mit deinen Eltern. Auch bezüglich deiner Kinder hast du zwar Erziehungsaufgaben, aber sei auch nicht zu verhaftet. Kinder kommen mit einer gewissen Aufgabe auf die Welt oder vielen Aufgaben auf der Welt, mit einem gewissen Karma und vielen karmischen Lektionen. Sie kommen auch mit bestimmten Fähigkeiten und Talenten auf die Welt. Sei neugierig, welche Talente und Fähigkeiten in deinem Kind sich entfalten will. Sei neugierig, welche Fähigkeiten es hat und es entwickeln wird. Und sei auch neugierig, welche Aufgaben auf das Kind warten. Und akzeptiere auch, dass karmische Lektionen bei deinem Kind kommen werden, die du vielleicht nicht nur magst. In diesem Sinne überlege, wo bist du angehaftet und wie kannst du deine Anhaftungen überwinden?